Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir mal wieder ein gemeinschaftliches Unboxing für euch, denn Sammy hat eine Box bekommen. Das ist die Tuff Cookie Box und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tuff Cookie Box wird uns von der lieben Linda aus Österreich zugeschickt. Die ist nämlich die Gründerin von der Tuff Cookie Box. Man bekommt sie monatlich für 34,99 für kleine Hunde und für 39,99 für große Hunde. Und Sammy ist ja definitiv einer, der mir so in die Kategorie großer Hund fällt mit über 20 Kilos. Ja, ich weiß, furchtbar, ne? Ich habe sein Gewicht hier fast schon verraten. Aber ich verrate es nicht hundertprozentig. Wir werden hier monatlich überrascht. Und das finde ich ganz cool, denn wir haben hier tatsächlich Produkte drin, die sich so getreidefrei darstellen, also die getreidefrei sind, ne? Nicht nur darstellen, die sind getreidefrei. Man muss sich keine Gedanken machen, wenn man die Produkte dem Hund gibt, weil man einfach davon ausgehen kann, dass Linda sich da echt gut mit beschäftigt hat, weil sie sehr, sehr tierverliebt ist und auch hundeverliebt ist. Sogar so verliebt, dass sie auf ihrem Logo und auf den Boxen auch ein Porträt quasi von ihrer Hündin mit draufdruckt, was ich total cool finde. Ja, und Love at First Sniff, das ist ihr Lebensmotto und auch das Motto von der Box und das finde ich ganz schön. Und ich würde auch sagen, bei Sammy und uns war es auch Love at First Sniff, ja. Er schnüffelt auch immer viel an Menschen rum, um zu gucken und auch an Tieren, ob die einem zusagen oder eben nicht. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir springen in die Box. Sammy ist so, weißt du, wie ich mit euch rede, wie immer. Ja, so bin ich. Ja, moin. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Normalerweise mache ich hier überwiegend Beauty, aber Sammy gehört zu meinem Leben und zu meiner Welt nun mal dazu. Und deswegen freut er sich, wenn er auch eine Box darf. Und, genau, Sammy ist halt immer so, wenn ich dann versuche, mit ihm so ein cooles Schnüffelfoto zu machen oder so ein cooles Schnüffelbild, der weiß ganz genau, wenn Frauchen eine Box bekommen hat, lege ich mich dahin, und genau das macht er nämlich auch, und warte entspannt ab, dass Frauchen mir nach und nach die Produkte gibt. Das ist schon ein schlauer Hund, oder? Genau, ist er. Wirklich. Wir haben hier auch die Variante der Funbox und ich glaube, ich bekomme auch immer die Funbox zugeschickt. Das heißt, wir haben hier auch extra Spielzeug auch mit dabei. Hier haben wir einmal einen Blick in die Box und sehen, wie das Ganze gestaltet ist. Also sowohl Spielzeug als auch Leckerlis sind hier drin vertreten, dass man das einfach mal so ausprobieren kann. Und ja, bislang hat Sammy alles gut vertragen. Nicht alles gemocht, bin ich ehrlich, weil Sammy halt wählerisch mittlerweile geworden ist, um das mal so zu sagen. Er weiß, dass Frauchen ihm doch das ein oder andere Mal geben kann, ne? Das ist unglaublich. Ich greife hier mal rein und als erstes, ja, jetzt wird er heiß, ne? Jetzt wird er heiß, ich merke das schon. Jetzt ist er heiß. Von Mirals Känguru Snack habe ich hier drin 100 Gramm. Da ist 100% Kängurufleisch einfach enthalten. Frei von Getreide, Gluten und Laktose. Ne? Ein Einzelfuttermittel für Hunde. Und das ist hier so ein Tütchen drin. Und das sind so kleine Dröpskes. Und mal gucken, ob es mir das schmeckt. Oh, du ausgehungerter Hund! Frauchen hat dir tagelang extra nichts zu essen gegeben, damit er hier auch schön brav alles auf ist, ne? Mhm. Als ob. Nom, 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 nom. Ihm schmeckt es auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz cool, wenn man sich einfach mal so ein bisschen auch an die etwas anderen Leckerlis anschauen kann. Die sind jetzt etwas kleiner, weil, ne, ist dann eher so ein Trainingssnack oder halt so zwischendurch. Sammy nimmt sich die Leckerlis ja immer relativ vorsichtig und deswegen funktioniert es echt gut mit ihm und solchen Leckerlis. Sehr cool. Hier habe ich jetzt ein Produkt, das ist so ein... Das wird dann das Fun-Produkt sein, denke ich mal. The Water Bottle for Dogs on the Go, Aqua Dog. Just squeeze to fill. Und da kannst du Wasser reinmachen, das ist ja auch cool. Und dann zwischenzeitlich, wenn man unterwegs ist, wenn man irgendwo bei Freunden, Bekannten oder so zu Besuch ist, da einfach das Getränk reinmachen. Das gefällt mir richtig gut. Finde ich schön. Great for large and small dogs. Also du kannst es halt wirklich für große und kleine Hunde verwenden. Hier muss ich halt schauen, weil Sammy ist halt wirklich einer, der neugierig ist, obviously, der nicht gerne aus Plastik trinkt. So merkwürdig sich das auch anhört. Und hier, das ist halt wie so eine Trinkflasche aufgebaut. Finde ich aber exorbitant krass, muss ich gestehen. Denn solche Produkte... Die habe ich so noch nicht wirklich gesehen. Genauso wie die Jogger-Hundeleine. Die benutze ich immer zum Spazierengehen für Sammy. Dann habe ich nämlich die Hände frei, ne? Und kann dann seine Haufis wegmachen und so weiter. Ne? Und habe dann einfach die Leine um mich herum. Jetzt mal gucken, was das ist. Ist das was für dich? Das ist eine Flasche, ne? Die hat hier so einen Strohhalm drin. Und wenn du dann hier oben drückst, dann kommt das Wasser da hoch.
Und hier ist es irgendwie mit Klett. Das heißt, das kann man dann auch irgendwie am Fahrrad oder sonst irgendwo befestigen. Das finde ich cool. Ne? Auf jeden Fall ein schönes Goodie mit dabei. Und oben halt so, ja, da kommt halt wie so ein Springbrunnen das Wasser raus. Riecht nach nichts. Also steht ja auch drauf, BPR-free. Und ich finde das cool, definitiv. Ich war jetzt ja heute auch bei Freunden und da hätte ich mir gut vorstellen können, dass ich so ein Ding einfach mitgehabt hätte. Und wenn Sammy dann Durst hat, dass ich ihm dann einfach so Wasser anreichen kann. Oder wenn man sonst irgendwie unterwegs ist mit dem Hund, ne? Finde ich persönlich schön. Zum generellen Spazierengehen brauchen wir jetzt so nicht zum Trinken mitnehmen. Aber wenn man mal größere Runden macht und vielleicht auch mal irgendwo einkehrt. Zum Beispiel, dass man dann rein zufällig gerade bei Freunden ist oder dass irgendwo ein Café ist oder so und der Hund ist mit dabei, dann hast du halt immer eine Wasserflasche mit am Start. Ja, ich weiß, Fräuchen, gib mir bitte was zu essen. Ich habe Hunger. Ich falle hier fast vom Fleisch. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier Feines haben, Sammy. Das hier ist Lamm pur von Nordheld. Kielplanken. Lamm ohne Zusatzstoffe, 100%. Das ist natürlich auch cool. Ja, Trockenfleischmehl vom Lamm, 100%. Ja, da hast du dann halt auch wirklich 250 Gramm drin. Das ist dann auch das Monoprotein, so nennt sich das ja, glaube ich, auch ein Stück weit. Ne? Also wenn du wirklich nur... Das Fleisch, das hier, ich habe hier eine Schere versteckt, weil ich genau wusste, dass irgendwie sowas passieren könnte. Darf schon mal, ja, ja, leck einfach, ja. Würdest du schon mal die Verpackung aufessen, Sammy? Irgendwann wärst du durch, aber ich glaube, es geht schneller, wenn Frauchen da eben mit der Schere lang geht. Ich muss auch mal gucken, ob ich einen Gutscheincode für euch habe, dass ihr quasi die Box ein bisschen günstiger bekommt oder dass ihr ein extra Goodie mit dazu bekommt. Ich habe ein bisschen mit dem Video warten müssen, weil ich ein bisschen eine kleine Veränderung in meinem Leben jetzt haben werde, eine Jobveränderung, ne? Und deswegen nicht ganz so gut zufrieden war, beziehungsweise im Vorfeld. Und ja, jetzt ist aber alles geklärt und alles ist durch. Die Kündigung ist ausgesprochen, alles wird gut werden. Jetzt habe ich das Ding nicht aufgekriegt, ne? Und deswegen, ja, waren so ein paar Sachen. Dann hatte Sammy noch so eine kleine Entzündung von einem Zeckenbiss gehabt und hat von mir ein T-Shirt bekommen, was ich ihm dann so hoch abgeschnitten habe, damit er nicht an seine Stellen so rankommt. Ach, furchtbar, Leute, ich sage euch das. Okay, das hier sind so trockene Stäbchen. Und ich meine, wenn ich Sammys Blick richtig deute, ja, ich glaube, er hat Bock drauf. Oh Gott, ein Sabber. Ja, jetzt hat er gesabbert. Okay, ist cool. Er ist einfach großartig, Leute. Okay, das nächste, was ich ihm geben werde, aber das kriegt er nachher zum Abendbrot, denke ich mal, ne? Das ist von Anibio. Ih, was mich angesabbert. Nom. Ja, das kleidet mich nachher eh in der Wäsche. Läuft, ne? Anibio, tolle Rolle. Ente mit Apfel und Feldsalat. Ohne Zusatzstoffe. Auch hier Single Protein, 91% Fleisch und Innereien zur täglichen Ernährung. Und ich denke, das ist ja Hundefutter-Entenmenü. Happy Ente Happen, feine Ente, ausgesuchte Äpfel und frischer Feldsalat als gut portionierbarer Mix für ihren Liebling. Das ist halt so eine Wurst, ne? Wie viel sind denn hier drin? Das ist schnittfest, steht hier drauf. Gut portionierbar. Du darfst das auf jeden Fall ganz essen, oder? Wie viel ist denn? 200 Gramm ist in so einer Rolle drin. Und wenn Hunde zwischen 20 und bis 30 Kilo sind, dürfen die 600 Gramm bis 1000 Gramm davon essen von so einer Rolle. Ja, habe ich euch jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich eingeblendet, wie er das bekommen hat. Das ist dann jetzt quasi sein Abendbrot, ne? Ente mit Apfel und Feldsalat. Der feine Herr lebt ganz schön, Etepetete ganz schön hoch, ne? Nee, finde ich cool. So eine Wurst, ne? Ist auf jeden Fall passend. Ja, ich freu dich das schon mal drüber. Er leckt es erstmal an. Ja. Soll Fräuchen das... Er will es aufknäbeln. Du kriegst es gleich als Abendbrot. Ich glaube, das kommt ganz gut. Dann habe ich hier noch sowas. Das ist scharf, was natürlich Sammy ist. Ja, wissen wir nicht ganz. Der kommt ja von der Straße, ne? Manche Leute haben, oder Tierärzte und Arbeitskollegen, ehemalige noch Arbeitskollegen, wie auch immer, haben mir gesagt, da könnte Schweizer Schäferhund drin stecken. Passt natürlich jetzt auch sehr gut, weil wir haben hier einen Snack mit Schaf mit dabei. Finde ich cool. Von Brav, glaube ich. Sheep Fat Bites. Das ist Schaffett. Seaweed ist ein Seetank wahrscheinlich, ne? Natural Quality. Sehr, sehr, sehr interessant. Habe ich noch nie sowas gesehen. Brav Schafsfett mit Seetank sorgen für ein flexibles und glänzendes Fell, haben eine günstige Wirkung auf dem Verdauungssystem und unterstützen den natürlichen Widerstand.
ist langweilig, ne? Fräulein soll Jan geben und nicht vorlesen. Die natürliche und schmackhafte Schafsfett-Bites enthalten Vitamin A und D, immer frisches Trinkwasser bereitstellen. Weiße Bescheid, Mausi, ne? Hier haben wir so ein Alubeutelchen drin. Ihr findet den Alubeutel auf jeden Fall schon mal interessant. Gucken wir mal rein. Oh Gott, das riecht aber intensiv. Na, das findest du geil, ne? Oh, die sind echt fettig. Oh Gott, ja, wirklich. Also, nie. Also, ja, als Hundehalter, Leute, da muss man ja immer sehr hart unterwegs sein, ne? Huch! Oh nein, es ist runtergefallen. Oh nein, jetzt ist es unter dir drunter. Sammy, was machen wir denn da? Probier mal. Ups. Er will es erstmal nur anlecken. Er ist sauer. Na, skeptisch. Es ist halt vom Mundgefühl so ein bisschen mal was anderes, ne? Weil es ist halt fett. Aber es ist irgendwie nett. Wir fahren rein. Wir haben da noch ein paar mehr. Also du riechst die Alge. Das Schafsfett an sich riechst du so halt nicht, ne? Willst du noch einen haben? Ich glaube, da darfst du jetzt nicht allzu viel von geben, weil den hast du aber eingeatmet, ne? Weil dann kriegen die ja einen flotten Otto, würde ich mal so sagen. Traust du nicht, dich hinzulegen? Meinst du, dann gibt's nichts mehr? Doch. Keine Sorge. Du schluckst die ernsthaft in eins runter? Es gibt etwas, das nennt sich Kauen, Sammy. Du hast keinen Bock drauf, ne? Krass. Aber er liegt da gerade. Echt süß, finde ich, ne? Oh. Hast du gut gemacht. Und allein dafür, dass du so niedlich da liegst, bekommst du jetzt ein Ja. Findest du gut, ne? Aber man hat, also, Empfehlung bei der Fütterung. Macht es nicht unbedingt mit euren Fingern, Leute, ne? Aber es sind halt so fettige Snacks. Gut, also ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich find's cool, Sammy offensichtlich auch, ne? Und wenn das auch noch glänzendes Fell macht, ja, schön, ne? Okay, hier habe ich noch zwei verschiedene Sachen drin. Einmal von Kausnack hält, davon hatten wir auch schon das ein oder andere mit drin. Das letzte Mal hatten wir was mit Vanille, glaube ich, auch dabei. Das hat Sammy nicht ganz so gut geschmeckt. Also die mochte er nicht so gerne. Die hat er tatsächlich auch immer wieder ausgespuckt. 80 Gramm, schon luftgetrocknet, ohne chemische Zusätze, ohne Plastik verpackt. Das finde ich auch schön. Und ja, das ist halt einfach Bananarama, also Bananensnacks. Die sind echt toll eingepackt, weil ohne Plastik, außer halt dieses, ich weiß nicht, woraus dieses Einschlagding hier so besteht. Aber, ne, das ist halt so ein, was man in der Küche halt auch normalerweise manchmal so hat. Und das sind halt echt Bananen hier. Ich habe sowas meinem Hamster damals gegeben. Und jetzt gebe ich das meinem Hund. Aber ich glaube, auch Banane darfst du jetzt nicht allzu oft geben, ne? Das ist ja auch sehr zuckerhaltig, würde ich jetzt mal so sagen. Also natürlicher Zucker ist da einfach drin. Das sind einfach so Bananenscheiben. Sicherlich könnte ich die auch einfach so essen. Das sind einfach getrocknete Bananenscheiben. Ich wusste nicht, dass Tiere sowas dürfen. Bananen muss man halt auch aufpassen, weil Bananen stopfen. Also, ne, da wäre ich halt immer ein bisschen vorsichtig, nicht zu viel davon geben, aber auch nicht zu viel von diesen fettigen Snacks geben. Weil manches kann dann wirklich den Stuhlgang beschleunigen und manches kann ihn dann zurückhalten. Da muss man halt einfach seine Tierhalter wissen lassen. Ihr müsst da, achtet auf den Kot eurer Hunde, Leute. Es ist super wichtig. Ist es wirklich, weil daran merkt ihr auch, wie gesund das Tier ist, ne? Sammy, es tut mir leid, dass ich gerade über deine Kaki-Haufen rede. Wir nennen es tatsächlich Kaki. Ja. Aber es scheint ihm zu schmecken. Hätte ich nicht gedacht. Oder bist du jetzt gerade einfach nur im Fressmut? Ich weiß es nicht. Der haut das ja weg hier gerade. Gut, du hast ja auch einige von diesen fetthaltigen Sachen bekommen, ne? Da müssen wir jetzt natürlich dem entgegenwirken, dass du einen flotten Otto kriegen könntest. Der gönnt sich. Ist okay. Jo. Ich bin echt... Nein, das mit der Wurst mache ich gleich in Ruhe. Das kommt gleich in seinen Napf. Dann habe ich hier als letztes Produkt noch was drin. Da ist mir gerade ein bisschen was nebengeflogen. Dann guckst du dir erstmal zwischendurch. Ja. Ich hatte nämlich eben ein Schnüffelfoto machen wollen tatsächlich, aber wie das halt so ist mit Sammy und Schnüffelfotos, er sagt, nö, Frauchen, ich weiß, dass du gleich den Karton auspacken wirst und dann wollte ich den ein bisschen bestechen und habe ihm da so ein paar von diesen Leckerlis mit reingeschmissen. Dann hat er gesagt, nö, mach ich nicht. Von Bora, natürlich für deinen Hund, Kälberblasen gedreht. Also sowas hat Sammy aber auch schon da. Einzelfuttermittel für Hunde, 250 Gramm. Und ich mag auch gerne solche, dass er auch mal so ein bisschen diese Innereien-Geschichten und sowas bekommt. Und das ist immer eigentlich ganz gut, ne? Wenn die halt auch, also die Hunde auch mal diese natürlichen Kausnacks bekommen. Und deswegen kriegt er jetzt auch einfach mal eine Kälberblase. Und ich versuche mit ihm auch nachher so ein Thumbnail mal zu machen.
dass er quasi dann vor der Tuff-Cookie-Box liegt und dann vielleicht so eine Blase isst oder so, ne? Das habt ihr dann ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich muss das Thumbnail noch schießen. Und das ist halt einfach so ein gedrehtes Vieh. Ist ganz cool und lässt sich scheinbar auch ganz gut kauen. Ja, also wir haben jetzt hier nichts drin, was irgendwie schwer zu kauen gewesen wäre oder so. Es ist halt wirklich alles mehr so zum Snacken. Dann auch noch was zu trinken mit dabei gehabt. Also ein Tool, ne, was ich auch ganz gut finde. Dann diese Wurst, was ihr dann ja auch hier jetzt noch in voll sehen könnt, aber eben im Video schon eingeblendet gesehen habt, wie er sie auffuttert. Snacks mit dabei. Also die Box war jetzt wirklich mal eine Box, die ich noch ein bisschen besser fand als die vorigen Boxen, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Weil mir das einfach gerade sehr gut gefällt und Sammy das ja auch offensichtlich alles sehr gerne mag, was hier so mit bei war. Und deswegen finde ich das cool und da kann man sich einfach auch ein Stück weit drauf verlassen, dass Linda sich da wirklich mit beschäftigt, sich da wirklich mit Herz hinsetzt und mit den Firmen halt spricht und sich die Box so zusammenstellen lässt oder selber halt zusammenstellt, ne, wie es halt am sinnvollsten für das Tier ist. Und da merkt man einfach, dass hier das Tierwohl tatsächlich im Vordergrund steht und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Und deswegen gebe ich Sammy auch gerne immer wieder ein Unboxing mit dieser Box, muss ich wirklich sagen. Ja, ihr Lieben, das hier war jetzt tatsächlich dann auch unser Unboxing von der Tuff Cookie Box. Das müsste jetzt die Variante, ich glaube, aus Juli gewesen sein oder ist die August? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gibt es so nicht mehr. Aber es gibt halt wirklich jeden Monat eine neue, wirklich toll zusammengestellte Box. Schaut auch gerne einfach bei den anderen Videos vorbei, die ich euch jetzt hier immer wieder habe durchlaufen lassen. Da seht ihr dann ungefähr, was immer so in den Boxen drin ist. Ich persönlich kann es empfehlen, weil ich einfach dieses Herz auch einfach merke. Ne? Und ja, das war es jetzt hier von uns. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Diese Seite noch ein Video von mir und hier oben auf meiner Rübe kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen. Ja? Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!